Neulich beim Recherchieren im Internet ist mir was besonders Gutes aufgefallen. Und zwar hat der Don Marco von Don Marco Rubs ein sehr, sehr geniales Rezept gemacht. Und zwar sind das Barbecue Donuts bzw. Hot Barbecue Donuts. Die möchte ich euch heute gerne zeigen, aber in meiner Variante. Was brauchen wir dafür an Zutaten? Eigentlich nicht viele, aber diese haben es wirklich in sich. Wir brauchen etwas Don Marcos Barbecue Rub. Ich habe mich hier jetzt für den Sombrero entschieden. Dann brauchen wir 4 Frühlingszwiebeln, 2 Jalapenos, frische Jalapenos, die haben es echt in sich. Etwas Barbecue-Soße, dann noch etwas Hot-Soße, 20 Scheiben Bacon und was wir brauchen, ist eine gewässerte Holzplanke. Am besten fangen wir mit dem Wässern der Planke an. Dazu einfach das Wasser in eine Schale geben und die Planke darin gut 2 Stunden ziehen lassen. Findige von euch werden es jetzt bestimmt festgestellt haben, und zwar, wie will der aus den Zutaten, die er bisher genannt hat, einen Donut formen? Ihr habt recht, und zwar fehlt nämlich 1 Kilogramm frisches Rinderhack. Das Rinderhack selbst, das vermischen wir jetzt mit folgenden Zutaten. Und zwar nehmen wir ungefähr 100 Gramm von dem Sombrero Rub von Don Marco. Dann die frischen Zutaten, die ich ja vorhin erwähnt habe, das heißt die Frühlingszwiebeln und die Jalapenos, schön klein schneiden, die kommen da auch mit rein. Und dann vermischen wir das alles mit etwas Hot Sauce. Wenn ihr das jetzt alles vermischt habt, nehmt ihr dann von diesem Gehacken einfach 4 gleich große Teile, formt da ganz normale Burger raus und legt diese auf ein Brett. Jetzt kommt das Donutformen. Das Donutformen selber ist eigentlich ganz einfach. Dazu in der Mitte von dem Burger einfach ein Loch reinziehen, mit 2 Fingern am besten, und daraus formt ihr dann einfach die Donuts. Diese Donuts müssen jetzt natürlich noch mit dem Bacon verschönert werden. Da gibt es auch einen ganz kleinen Tipp, und zwar diese Donuts einfach nur kurz in den Froster reinlegen, ich sag mal so für 10, 15 Minuten, damit die leicht anfrosten, und dann könnt ihr den Bacon darum besser wickeln. Kommen wir zum Grillen von den Donuts. Gegrillt wird indirekt bei 180 bis 200 Grad. Dazu einfach die Holzplanke in der Mitte von dem Grill legen und darauf die Donuts platzieren für die nächsten 25 bzw. 20 bis 25 Minuten, um sie dann nach dieser Zeit mit etwas Barbecue-Soße einzupinseln. Ruhig ordentlich, und dann können sie weiter gegrillt werden für die nächsten 20 bis 25 Minuten. Somit wären dann die Barbecue-Donuts fertig. Es ist relativ einfach, das Rezept. Sehr, sehr viele Komponenten, frische Komponenten, die zueinander treffen, und sie schmecken auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das war es also, das Rezept zu den Barbecue-Beef-Donuts. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen oder das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es eh noch nicht getan habt, könnt ihr nämlich abonnieren. Das findet ihr genau unter mir. Für weitere Tipps und Tricks oder Rezepte schaut auf tobias.grill.de nach.